So, liebe Leute von heute, herzlich willkommen zurück hier bei Honkai Star Rail für die PlayStation 5 nach einer ganz schön langen Zeit, wo wir nun wieder reinstarten, wo wir nun erst wieder neue Events haben, wo wir nun einen neuen Charakter im Banner haben und wo ihr jetzt sowieso erst oben links hier sehen könnt. Ja, Wahrscheinlichkeit, Ästhetik und Schaltkreise gehe zum Ausstellungsstand. Ich habe erst doch ein bisschen weiter mit dem divergenten Universum so abseits meiner Aufnahmen gespielt. Und ja, was ich jetzt auch nicht damit gerechnet hatte, als ich Stufe 15 erreichte, da hatten wir dann auf jeden Fall eine neue Quest gekriegt. Und auf alle Fälle Skrellum hat uns angesprochen. Tja, da hätten wir jetzt sowieso eine neue Quest zu machen. Tja, wandere durch den Fluss der Erinnerung und suche nach den geschätzten Moment. Tja, ist nicht gerade sehr viel, aber das können wir auf jeden Fall machen. Und die Beschreibung ist jetzt auch nicht gerade sehr viel. An der Stelle wäre es auch besser gewesen, hätte ich das aufnehmen können, aber zu dem Zeitpunkt konnte ich leider nicht aufnehmen. Und ich konnte natürlich auch nicht damit rechnen, dass es wirklich noch etwas gäbe beim divergenten Universum. Nun denn, so oder so, fangen wir jetzt erstmal damit an. Madame Bonne Jade. Sie kommen gleich vielleicht mal dran. Jetzt als erstes gebe ich mal die 10 normalen Fahrscheine erstmal aus. Mal sehen, welchen 4-Sterne-Charakter oder 4-Sterne-Lichtkegel wir jetzt hier kriegen werden. Okay, das wäre schon mal Asta. Sie ist ja natürlich bei den beiden aktuellen Hauptbanners ja auch dabei. Okay, Green Eye Fan, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Mit der kleinen Gui habe ich ja sowieso auch ein paar Anpassungen vorgenommen. Und dann ist sowieso auch noch ein bisschen bei... Ja, wo war das jetzt? Hatte ich sie ausprobiert in Bezug auf die Endgültigkeit oder war das jetzt eher mit den neuen Anekdoten? Auf alle Fälle hatte ich was ausprobiert, auf alle Fälle hatte da was gut geklappt. Ich bin auf jeden Fall jetzt auch ein bisschen weiter gekommen in Bezug auf, na ihr wisst schon. Na, wie hieß denn jetzt eigentlich der ganze Kram eigentlich noch? Okay, da muss ich jetzt doch erstmal kurz mal nachschauen. Hier an der Stelle. Wie genau hieß denn das jetzt noch? Nicht divergentes Universum? Phantom der Apokalypse. Ja, da bin ich ja auch ein klitzekleines bisschen weiter vorangekommen. So, aber jetzt an sich wollen wir jetzt erstmal versuchen, hier einen Banner zu ziehen. 2 Versuche haben wir jetzt auf jeden Fall. Versuch 1 war jetzt auf jeden Fall schon mal fehlgeschlagen. Ja, Versuch Nummer 1 war jetzt auf jeden Fall fehlgeschlagen. Und Versuch Nummer 2 wird sicher nicht besser sein. Ach, bedauerlich. Aber es war jetzt leider zu erwarten. Aber immerhin haben wir noch 20 Tage so Zeit. Naja, weniger als 20 Tage, aber Zeit ist da. Abgesehen davon haben wir jetzt sowieso auch noch ein anderes Event zu machen. Da kriegen wir dann sowieso auch gleich noch ein bisschen Jade.
Gut, das waren auf jeden Fall erstmal ein paar kleine Versuche gewesen. So, jetzt müssen wir noch mal kurz die Idolas ein bisschen optimieren. Every star is a miracle. Tja, und ansonsten war da jetzt nicht mehr. Gut, auch wenn ich jetzt sag nicht mehr so genau weiß, was jetzt hier eigentlich die Queste sag war, gehen wir trotzdem noch mal kurz zur Feldspat-Lumina. Tja, mal sehen, was denn jetzt der Sack hier noch war. Haven of Memories. Every touch. Every moment. Amsella. Schön, dich kennenzulernen, Trailblazer vom Assize Space. Bedienste Amsella zu den Diensten. Fazit: Du hast dich mit einer Wahrscheinlichkeit von 13% verlaufen und mit einer Wahrscheinlichkeit von 85% hast du Hunger. Welche Dienste bietest du hier an? Ich bitte gestern einen bequemen Essenslieferservice. Lass mich einfach wissen, wenn du eine Bestellung hast. Schön, dich kennenzulernen. Wir sehen uns nicht zum ersten Mal. In deinem Gesichtsausdruck erkenne ich 2% Verwirrung. Frage, bin ich in der Lage, dein Problem zu lösen? Verstehe, das muss wohl ich sein. Anscheinend gibt es wieder ein Problem mit meinem Erinnerungsspeichermodul. Ich bitte für die Unannehmlichkeiten um Entschuldigung. Schön, dich kennenzulernen, Trailblazer. Blablabla. Ich möchte was bestellen. Boah, das bringt mir beim besten Willen nicht sehr viel. Aber was genau ist jetzt der Sack hier los? Sammlung, Ausstellung. Auf der Feldspat Lumina gibt es mehrere Ausstellungsbereiche, die zur Vorschau und Platzierung von Sammelgegenständen verwendet werden können. Sammelgegenstände kannst du durch das Abschluss bestimmter Herausforderungen in Divergenz Universum, Universumsimulation Schwarmkatastrophe und Universumsimulation Gold und Getriebe erhalten. In den Ausstellungsbereichen platzierte Sammelgegenstände können dir Buffs zu Herausforderungen in Divergent Universum verleihen. Boah, nett. Ja, aber was genau bringt mir das jetzt? Nicht schlecht, erhöht den verursachten Altmatch-Schaden der Figuren in Divergenz Universum um 3%. Machen wir. Nachdem das Museum der Wahrscheinlichkeit eingerichtet ist, wird die Grundmenge der Kosmofragmente in Divergentes Universum um 20 erhöht. Gut. Gäbe es hier sonst noch was? Ja. Tja, lassen wir jetzt einfach mal die Würfel sprechen. Sonst noch irgendwas? Eigentlich ja nicht. Es gibt bei den Ausstellungsstand auch viele leere Bilderrahmen. Mir ist noch eine weitere Anekdote. Die Geschichten, auf die du während des Tests stößt, werden vom System abschnittsweise extrahiert und in Form eines Gemäldes festgehalten. Du stimmst zu, dass du nach eigenem Ermessen über die Platzierung der Gemälde entscheidest. Diese sich überschneidenden Geschichten mit Millionen von Möglichkeiten werden eines Tages diese ganze Kunstgalerie füllen. Statistik. Ausgehend von der Analyse der psychologischen Perspektive organischer Lebewesen wird die Reihenfolge der Kunstwerke, die Persönlichkeit und die Denkweise des Einzelnen widerspiegeln. Ich bin sehr gespannt darauf, welche Form die von dir erzeugten Variablen annehmen werden. Okay, jetzt also noch ein paar Bilder. Tja, meinetwegen optimieren wir mal ein bisschen die Lumina. Tja, damit wäre die Mission auf jeden Fall abgeschlossen. Und wir haben hier auf alle Fälle noch viele leere Bilder.
Tja, geht doch wirklich nichts über ein paar Dekorationen. Ja, ein bisschen Kunst in Ehren kann hier nun wirklich niemand verwehren. Tja, ich würde mal sagen, das langt jetzt erstmal. Wir haben doch gute, sag jetzt unsere Feldspatlumina. Dekoriert. Hm. Gute Dekoration. Also würde ich mal sagen, machen wir jetzt mal weiter oder fangen jetzt erstmal an mit dem stellaren Schimmer. Brummig, eine Forscherin der Raumstation und ihre neuen Mitarbeiter arbeiten an mysteriösen Tests. Sie bittet dich, ihr zu helfen. Warum nicht? Machen wir das doch mal. Für die Stellariade. Every touch, every moment is like a thorned rose. Da bist du. Komm, komm, ich stell dich vor. Das ist das neueste Mitglied unserer Abteilung. Oh, du bist Phantom Heart. Von dir hört man so einiges. Eine Ehre. Ich bin Mitauna. Und gerade erst auf der Raumstation eingetroffen. Schön, dich kennenzulernen. Also, worüber wolltest du mit mir sprechen? Es geht um ein Kampfsimulationstool, das mir Schilling aufs Auge gedrückt hat. Es heißt Stellares Leuchtsignal. Das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, das habe ich schon mal getestet. So ist es. Ich war, als sie dich um Hilfe gebeten hat. Gut, dass du damals dabei warst. Erste Testergebnisse mit Prototypen waren vielversprechend. Die Sicherheitsabteilung ging sogar davon aus, dass dieses Programm von der IFK geschäftlich genutzt werden könnte. Und im schlimmsten Fall würde es zu Übungszwecken auf der Raumstation verbleiben. Oh ja, Mitauna hat absolut recht. Wir haben bei dem Projekt ein gutes Gefühl. Deshalb hat mich die Abteilung hergeschickt. Ich soll bei der Optimierung des Tools helfen. Gemäß den üblichen Prozedere musste ich dieser Programmversion allerdings einen neuen Namen geben. Stellarer Schimmer. Haha, neue Version, neuer Anfang. Aber um ganz ehrlich zu sein, mir ist ein wenig mulmig zumute, so kurz nach meiner Ankunft in ein derart großes Projekt involviert zu sein. Ich glaube, der Stress ist ein bisschen zu viel für mich. Nur die Ruhe, der Quellcode ist uns nicht neu. Außerdem haben wir den Ablauf der simulierten Kämpfe gemäß den Anforderungen der Sicherheitsabteilung optimiert. Genug des offiziellen Jargons, Brummig. Komm mit zur Sache. Tut mir leid, berufliche Angewohnheit. Kurz gesagt, das Programm wurde optimiert. Was uns fehlt, ist ein Meister des Kampfes, um die Tests abzuschließen. Da kommst du ins Spiel. Das kommt vor etwas überraschend, aber wenn es auf dieser Raumstation um Kampfkompetenz geht, bist du mir gleich als erstes eingefallen. Phantom Heart, wärest du so freundlich, uns zu helfen? Wenn das so ist, kann ich kaum ablehnen. Fantastisch, mit deiner Expertise wird die Sache bestimmt ein Erfolg. Das Programm wurde auf das Terminal an der Seite geladen. Und was die Tests angeht, wir zählen auf dich. Gut. Also ein paar Kampfsimulationen mal wieder. Siegende Vorhut. Und was kriegen wir eigentlich alles? Mal sehen, das sind schon mal 60 Stellariade. 120, 180, 240, 300... 360, 420, warte mal, 500, okay, machen wir mal. So, Zwergschau besteht aus zwei Spielmodi, Zwergschau und Überriese. Schließe den Modus Zwergschau ab, um Überriese freizuschalten. Sieh dir vor der Herausforderung den Etappenmechanismus an. Aha. Mhm. Ja, ich würde mal sagen, das ist jetzt doch eigentlich ziemlich einfach zu meistern.
Da dürfte ich eigentlich jetzt wirklich keine Probleme sehen. Schwächebrüche sind doch jetzt beim besten Willen einfach zu machen. Und wenn wir nebenbei dann sowieso noch ein paar weitere Charaktere austesten können, dann geht das Ganze sowieso auch ziemlich schnell. Take your position. Dreams do come true. Oh, you stay still. Let the show begin! Bring it on! You won't get away. Perhaps used humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Tja, Herausforderung Zwergstern wäre damit abgeschlossen. Und der Überriesenmodus wäre damit jetzt auch da. Da ist aber eine kleine Vorgehensänderung. Eigentlich auch angebracht. Stay in step. Let's improvise. The mood is set. Let the show begin. Waiting in line for a bullet. Let's duel. Sure, I'll play along. It's on me. The dice have bust. Or maybe I'll take it all. Watch your head. This is me sensing the seas of flame. Dreams do come true. Did the rhythm get messed up? Okay, vielleicht wäre an der Stelle ja doch Himeko besser gewesen. All you stand still. Bring it on. Those with the low gun. Those who dig the grave. There's your reward. Hedge your bets. Take your positions. Let's improvise. Attack! Bring it on. Time's up. Until everything burns to ashes! Fight to live! I sense the seas of flame! Behold the symbol of pure... Ich bin mir aber jetzt hier überhaupt nicht so ganz sicher, ob wir das jetzt überhaupt schaffen können. Firefly Type 4, it sets the seas of flame! This is my fight to live! Sets the seas of flame! Try fight to live! I sets the seas of flame! Waiting in line. Let's duel. There's your reward.
There's no re- those with the loaded gun. Those who did the graves to the judge. Stay in step. This is my fight. Come in! Bear witness to put forth all your might. The dice have been kept. Bust. Or maybe I'll take it all. All in. Grace to judge. Behold this symbol of pure. Haven't eaten yet. Until everything burns to ashes! You are fighting a gentleman. Put forth all your might! Watch your head! Take your position. Okay, im Allgemeinen denke ich, dass wir jetzt hier einen Fehler gemacht haben. There's no reloads with a loaded gun. Those who dig the grave. Fight to live! Set in the seas of flame! Fight to live! Set in the seas of flame! Stay in dreams do come true. Sure, I'll put. Let's duel! There's your reward! Ich glaube, da waren wir jetzt wirklich viel zu langsam. Let's improvise. Aber da müssen wir auch erstmal sehen, was hierbei überhaupt die Belohnungen sind. Machen wir mal weiter mit dem Kreislauf des Leids. Okay, die teilen sich jetzt, sag alle Lebenspunkte. Okay, das ist nicht schlecht. Das bedeutet auf jeden Fall, haben wir erstmal einen Gegner besiegt. I weep for the departed. It too shall fall. Ist der Rest automatisch ebenfalls besiegt? Destined for oblivion. Hedge your bets. Relax. Time for a fun. All in. Another journey begins. Stand still. Sure, I'll play along. Didn't hurt. Nur leider bedeutet das, er sagt nicht. It too shall fall. Dass wir hierbei auch schnell durchkommen werden. More enemies. Time for a fun. This is double speed. Familiar. Watch your head. Free will, or was it on the still waters of oblivion? Aber gut, das an sich ist, er sagt wirklich schon mal recht einfach. Und jetzt erstmal der Überriese.
Versuchen wir es also auch mit dem Team, was wir jetzt hatten. Aventurin ist sowieso niemals eine schlechte Wahl. Time for a fun. That's half the work. I weep for the departed. It too shall fall. Und ansonsten Kafka und Silberwolf gehen auch immer. Another journey begins. Destined for oblivion. Relax. Can I have fun this time? Time for a fun. How familiar. This combat needs a... This is double speed. Als Hinderlein hiermit könnte es jetzt ein bisschen problematisch werden. Watch your head. I weep for Aber wir haben natürlich an der Stelle nicht ohne Grund, der sagt. Akron hier zur Auswahl. Free will time. Was it time to say bye? Boom. Stand still. Ah. Say bye to breathing. Huh. More enemies. Relax. The dice have been kept. Bust. Or maybe I'll take it off. Oh, that's half the work. I'm still waters of oblivion. I weep. Naja, aber auf alle Fälle, so kriegen wir locker flockig natürlich noch die Stellariade beisammen. Nun ja, aber Bronya wird jetzt natürlich ja ein etwas schwieriges Kaliber sein. Good time. Time to say bye. Boom. Stop. It's now or never. Again. Watch your head. Can I have fun this time? Stand still. This combat. This is double speed. Naja, aber egal. Ist erstmal auf jeden Fall ein Soldat erledigt. I weep for the departed. It too shall fall. Folgt dann sowieso auch gleich Bronya. Maybe I'll take it off. Not bad. Watch your head. Good times. Time to say bye. Bin eigentlich jetzt mal gespannt, ob wir hierbei jetzt den S-Rang vielleicht kriegen können. Can I have fun this time? Time for a fun. This combat me. This is double speed. Stand still. Aber vom reinen Gefühl her glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass wir über den A-Rang jetzt gleich rauskommen werden. I hit the mark. May as well kill them all. Relax. In derlei Hinsicht sind wir, glaube ich, doch ein bisschen zu übervorsichtig bei diesem Spielmodi. No dirty tricks. Another journey begins on the still waters of oblivion. Ja, bei dem Spielmodus sind wir wahrscheinlich wirklich ein bisschen zu vorsichtig. Na gut, Robin und Topaz.
Tja, wen nehmen wir dann jetzt also hier noch mit? Eigentlich ja sowieso Aventurin. Und dann sowieso auch noch Firefly. Da führt beim besten Willen kein Weg drumherum. I hope for an end to strife in the world. Harmony and unison. No dirty tricks, all right. Go Nubby! Watch your head. Sam in position. Like until everything burns to ashes! Tonight, so stars echo. Welcome to my world. Set in the seas of flame. Definition. I hit the mark. The market is unpredictable. Right! Combating in victory means playing the long game! The dice have been cast. Bust? Or maybe I'll take it off! Hedge your bets. May song bring us victory. Detonate. An end to strife in the world. Resonate all together. Attack! Tja, Herausforderung Zwergstern abgeschlossen, aber das können wir theoretisch noch ein bisschen besser machen. Okay, so ganz richtig funktioniert der Sack hier immer noch nicht. Habe ich es irgendwie im Gefühl, aber... Sam in position. The dice have bust. Or maybe I'll take it off. Watch your head. Attack!
Go Nappy! Hedge your bets. Aber mal sehen, vielleicht kriegen wir jetzt gleich ja noch. Attack detected. Unseren Standardsieg. The market is unprepared. Right. Investing in victory means playing the long game. Sure, I'll. I hope for it. Fight to live. With interest. The world that they promised. Okay, standardmäßig erreichen wir jetzt eigentlich immer bloß den A-Rang. Was aus meiner Sicht ja eigentlich auch nicht so schlecht ist, weil ich will ja sowieso eigentlich ja bloß die Stellariade. So, was haben wir bei Umharesbreite? Erhöht den Angriff der Gegner um 2000%. Wenn Verbündete von einem Todesschuss getroffen werden, sie nicht handlungsunfähig, sondern stellen sofort Lebenspunkte in Höhe von 100% ihrer maximalen Lebenspunkte sowie Energie in Höhe von 50% ihrer maximalen Energie wieder her. Ah, ja. Hm. Ist zwar in derlei Hinsicht ein bisschen langweilig, dass wir immer Aventurin und Firefly nehmen. Aber um auf Nummer sicher zu gehen. Back in the game. Back in the game. Bust. Okay, dieses Spielmodi ist. Modus ist wirklich ein bisschen komisch. Heaven search. Break. Did that. Joining the battle. Attack. Until everything burns to ashes. Ah. Back in the game. Also rein theoretisch bringt mir ein Schildcharakter jetzt überhaupt nichts. Awaken, world cleansing dragon. You find the answer. This is more than a battle. Fight to live! Back in the game. First. Had the dice have been cast. Bust. Or maybe I'll take it off. Watch your head. Not yet. Not. Awaken, dormant scale, world cleansing dragon. Heaven surge, rise. Did that hurt? Don't. Let's take a look and you find the answer. Set the seas aflame. Like until. Okay, wir müssen einfach mal sehen, wie die nächste Runde ablaufen wird. Sense a storm. Heaven surge. Break. Ja, dann ganz offensichtlich bringt mir jetzt das Ganze hier rein gar nichts. Mit Aventurin. Dann machen wir es halt so. Dann machen wir es halt jetzt so. Great. Thought I wasn't going in there. Those with the loaded gun. Those did the grave. World cleansing dragon. Also irgendwie geht's hierbei auch überhaupt nicht darum, K.O. zu gehen. Heaven search. Rise. Sam in position. Until everything burns to ashes!
Bring it on! Thought I wasn't gone. Not yet. Not now. Okay, aber anscheinend kriegen wir, sag nicht immer, volle Energie zurück. First. Awaken, dormant scales. World cleansing dragon. Heaven surge. Break. Fight to land. All of you stand still. There's no room for those with a loaded gun. Those who dig the grave. Done playing for two. Can I finish my nap first? Just give it up! Can I finish my nap first? Heaven surge. Rise! Tja, dieser Spielmodus ist jetzt irgendwie ein bisschen... Öde. Let's duel. Time's up. The times are changed. I'll go easy this time. Waiting in line for a... Joining the battle. Until everything burns to ashes! Aber vielleicht betrachte ich das Ganze auch jetzt ein bisschen zu falsch. Ja, hörst du das schon? Ich betrachte das Ganze wirklich ein bisschen zu falsch. Can you find the answer? This is more than a fight to live! Don't worry, this one's on me. Bring it on! There's your reward! Can I finish my first? The strength. Heaven sent. Break! Feeling spiffy? All of you stand. Let's duel! Time's up! There's no those with a loaded gun. Those who dig the grave. Returning sent a storm. Let's play for a while. Tja, jetzt sind wir erstmal wieder in der Runde angelangt, wo wir bis jetzt, immer angelangt sind. Und wo wir bis jetzt nie drüber rausgekommen sind. Bring it on! Allerdings könnte es jetzt, gegen den Tod entgegen... ein klitzekleines bisschen komplizierter werden. Awaken the world cleansing dragon. There's no those with the loaded gun. Naja, andererseits. Es sieht jetzt aktuell genauso einfach aus wie immer. Waiting in line for a bullet. There's your reward. I fight to live! Heaven sir. Quick! All you stand still. Let's duel! Turns up! I sense a storm. Like fun till everything burns to ashes! Tja, unsere standardmäßige Stellariade. Okay, das sieht jetzt ein bisschen problematisch aus. Okay, das müssen wir jetzt leider neu machen. World Cleansing Dragon.
Heavens, sir. Rise! I'll go easy this time. Bring it on! This is more... The redemption. Not yet. Not now. Give it up! Mission terminated. Until everything burns to ashes! Fight to live! Awaken the world-cleansing dragon! There's no reason with those with the loaded gun. Okay, wir müssen jetzt bloß ein bisschen sehen, schneller zu kämpfen. Feeling sticky? Let's duel. The sense of the sea is not free. Tja, wir müssen jetzt einfach bloß schneller kämpfen. Heavens, sir. Break. Let's play for a while. Fight to live! Go. Bring it on. Those with the loaded gun. Those who did the grave. The times have changed. I've lost my way. Like fun till everything burns to ashes! Tja, wir müssen jetzt einfach wirklich bloß schneller kämpfen. Can you find the answer? Let's duel! Das ist jetzt einfach das, was entscheidend ist. Awaken, Doritz, world-cleansing dragon! There's no reason those with the loaded gun. Those who did the grave. I finish my work first. This is more than about to find the answer. Fight to live! Bring it on. There's your reward. Heaven, sir. Rise! I'll go easy this time. Feeling spiffy? Fire to set the seas of flames! I want to go first. Awaken, world-cleansing dragon. There's no those with the loaded gun, but those who did the grave. Okay, dann sind wir jetzt erstmal wieder hier beim Tod entgegen. Sent a storm. Bring it on. Those with the loaded gun. Those who did the grave. I'll go easy this time. Feeling sticky? Let's put. Can you find the answer? Okay, wir könnten jetzt an der Stelle wieder zu langsam sein. Awaken the world cleansing dragon. There's no those with the loaded gun. Those who did the grave. Let's put. Can you find the answer? The times have changed. Heaven surge. Cross. Let's duel. There's your reward. Fight to live! Oh,
Das ist nicht gut genug. Der Traumtod ist jetzt ein Problem. Awaken, world cleansing dragon. Waiting in line for a bullet. Those with the loaded gun. Those who dig the grave. I sense a storm. Das ist jetzt irgendwie ein Problem. Aber immerhin haben wir drei Gegnerwellen besiegt, also kommen wir, sagt am Ende, doch ein bisschen näher als erwartet. Tja, immer noch mehr problematisch als erwartet. Machen wir es mal so. Wir müssen auf jeden Fall unbedingt jetzt erstmal bei den 500 Stellaniaden als nächstes ankommen. Existence is unity. Let's duel. Time's up. There's no reasoning with those with the loaded gun. Those who dig the grave. Grace and elegance. Sam in position. Nate. Until everything burns to ashes! In the name of Len, a will forged in ice never falters! Bring it on! There's your reward! Every petal, all will be swept away by the wind. Eternal. Tja, die Herausforderung Zwergstern wurde gut abgeschlossen. Aber der Rest... Tja, ich muss mich jetzt, glaube ich, wieder auf Aventurin verlassen. Es geht eigentlich anders nicht. Aus meiner Sicht her. Let's do it. There's more to life. Existence is unity. Enjoying yourself? Joining the battle. Attack! Until everything burns to ashes! Bring it on! Turn up! There's no re- Those with the loaded gun. Those who dig the grave. Some value. Every petal, all will be swept away by the wind. Aber irgendwie habe ich es jetzt so ein Gefühl, als würde das jetzt irgendwie viel einfacher ablaufen. I hit the mark. Let's duel. There's your reward. Grace and elegance. Firefly sets the seas aflame. To be reborn. Bring it on. Time's up. I hit the mark. There's more to life. The dice have bust. Or maybe I'll take it all. Eternal. Let's duel. There's your reward. There's no reason if those with the loaded gun. Those who dig the grave. Some value, I suppose. I hit the mark. It's on me. Bring it on. Time's up. Grace and elegance. Also irgendwie habe ich jetzt wirklich so ein Gefühl, dass das jetzt viel leichter jetzt ist als die anderen Runden.
Sam in position. All of you stand still. Let's duel. There's your reward. Aber auch wenn das Ganze jetzt so ein Gefühl habe, so kommen wir jetzt doch, sag nicht, über unsere alte Runde raus. Ne, das wird jetzt auch irgendwie nicht anders. Bring it on! Turns up! There's no those with the low gun. Those ridiculous grace. Grace and elegance. Naja, obwohl wir haben es jetzt ja sag doch schon geschafft. Let's duel. There's your reward. Grace and elegance. Sure, I'll play along. Unerwartet, aber wir könnten das Ganze jetzt. Nein, ich glaube, der sagt doch jetzt nicht. Naja, obwohl doch. Rang S. Einmal haben wir es doch geschafft. Okay, wir haben jetzt also doch noch zwei Runden übrig. Die andere ist ja deshalb noch nicht freigeschaltet. Tja, trotz allem werden wir dann an der Stelle doch... Moment, jetzt müssen wir mal kurz mal sehen hier. Ich mache das nochmal mit Himiko. Aber trotz allem werde ich gleich die Stellariade ausgeben. My guiding until I see that I will protect all beauty. You won't get away. Beauty is eternal. Until I will protect all beauty. You won't get away. I can do this. Protect Ethan, please. My gratitude is yours. Stay still. Let's duel. Auch eine interessante Frage, wann eigentlich Huohuo wiederkommen wird. My oath is to a solitary rose. Eigentlich müsste sie auch bald mal wieder an einem Banner vorbeikommen. Das letzte Mal war ja im Oktober bei der Version 1.4, wenn mich recht entsinnt. Naja, und da es sowieso demnächst ist, sagst du sowieso zurück zur Jian Shulu vorgeht. You won't get away. I can do this. These are devils. I'll crush them all. Tja, müsste sie theoretisch demnächst kommen. There's your reward. Tja, Himiko, war es jetzt die richtige Wahl hier? Ich weiß ja nicht. Probieren wir es aber trotzdem mal weiter. Until I see. So oder so werden wir unsere Jade, die wir hier kriegen können, auf jeden Fall jetzt kriegen. Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception.
There's no reload with the loaded gun. Those dig the grave. A guiding light. Beauty is eternal. Until. Naja, auf jeden Fall können wir jetzt hier wirklich ziemlich viele Ultimates aktivieren. Until I will protect all beauty. You won't get away. I'm gonna hold everyone back again, protect me. My gratitude is yours. Still. Bring it on. There's your reward. Time for an overhaul. Fiends or devils, I'll crush them all. Wretched and fleet. I will protect all beauty. You won't get away. Get them. Waiting in line for a bullet. Let's duel. There's no reasoning with those with the loaded gun. Those who dig the grave. You won't get away. Perhaps use humanity never conceals its desire to control the heavens. And I'm no exception. Embrace virtue. All of you stand still. Bring it on! There's your reward! My oath is to a solitaire. Beauty is eternal! I will protect all beauty! Implementation! I'm scared! Stay put! Okay, diese Gegnerwelle müsste ich doch jetzt eigentlich auch noch hinkriegen. Auch wenn wir jetzt einen an der Stelle schon einen klitzekleinen Fehler wieder gemacht haben. Indem wir Sam angreifen ließen. You won't get away. Time for an overhaul. Fiends or devils, I'll crush them all! Until I see that I will protect all beauty! Embrace virtue. Beauty is eternal! Until I will protect all beauty! I'm gonna hold everyone back, give me strength! I'm guessing that wasn't for free. Bring it on! There's your reward! My oath is to a solitary. Wretched and fleeting! Get them! Step one, implementation! Mission! Faith! Until I see that light, I will protect all beauty! There's no reload with the loaded gun. Those who dig the grave. Beauty is eternal. I'm scared. Okay, das Minimum haben wir jetzt wieder hingekriegt. Das ist gut. Aber ich will jetzt eigentlich wirklich mal hoffen, dass in der nächsten Version zurückkommt. Weil dann müssen wir auf jeden Fall mal versuchen, sie zu ziehen. Und natürlich Herrn Schweif. Ah, Simon, Madame Jade. Sie sind jetzt zuletzt Ezakir mit dabei. Dann kommt natürlich Ezakir noch Aventurin auch noch mit dabei. Okay, dann nehmen wir sogar noch Himiko mit. Passt ja natürlich, ja, Folgeangriffe hier und dort. Perfekt. Dann würde ich mal sagen, Madame Jade, setzen Sie den Vertrag auf. Jeder Angriff, den jetzt unsere gute Hertha hier ausführt, ist auch gleichzeitig auch ein Quantenangriff.
und der füllte der Sack wiederum die Folgeangriffsleiste von Madame Jade, Bonner Jade, gleich auf. You won't get away. Watch your head. Generell bei jedem Folgenangriff, den Hertha ausführt, lädt sich der Sack das Ganze ein bisschen auf. Do you know who I am? Gleich ja wieder. Erst 3, jetzt 7, jetzt 10, jetzt ein paar Peitschenhiebe. Und jetzt überletzt das große Schlangenmaul. Time for an overhaul. Give an inch and they'll take a mile. Okay, und anscheinend mehr als ein Vertrag können wir jetzt aktuell nicht aufsetzen. Who's the little fat stuff? Aber seien wir mal ehrlich, mehr als einen Vertrag bräuchte jetzt der Sack Madame Jade nicht. Do you know who this big diamond? It's all yours! Time for a lesson. You won't get away. Okay, Hertha büßt zwar natürlich ein paar Lebenspunkte ein, wenn sie einen Vertrag mit Jade aufsetzt oder eingeht, aber macht an der Stelle überhaupt nichts. Don't let me down. Ist halt jetzt aktuell das perfekte Duo. What are you looking at? You won't get away. Do you know who this big diamond? It's all yours. Bending the rules. Time to twirl. Time for an overhaul. Lose some, win some. Time for a lesson. You won't get away. We have a deal. There's no nur glaube ich irgendwie an der Stelle, dass jetzt Aventurin hier die falsche Wahl war. Who's the little backstabber? Naja, andererseits, so falsch war die Wahl jetzt auch nicht gewesen. Hätten wir Aventurin jetzt hier nicht mitgenommen, hätten wir jetzt auch schon viel zu viele Lebenspunkte verloren. Do you know who I am? This big diamond! It's all yours! It's... Oh. I have something for you. Cast. Bust? Or maybe I'll take it off? Aber wenn es danach ginge, ist er sagt jetzt hier überhaupt nichts ideal, was ich hier mache. Wenn ich hier so weiter red. Sure, I'll play along. Bending the rule. Time to twirl. You won't get away. Time for a lesson. Time to twirl. There's no backing out now. For me or you. You won't get away. Okay, das sieht doch jetzt erstmal wirklich nach einer guten Runde aus. Desire to control the heavens, and I'm no exception.
Den Hirsch müssten wir da eigentlich auch gleich Daumen kriegen. I always deliver. Watch your head. Not bad. Die Wahl mit Himeko hier war jetzt vielleicht nicht gerade ideal. Time for an overhaul. Barely felt it. Sure, I'll play along. No dirty tricks. The dice have been bust. Or maybe I'll take it all. Watch your head. I have something for you. Self-inflicted misery. You won't get away. Wait, there's no backing out now. For me or you. Who's the little backstabber? You won't get away. Tiny twirl! Naja, andererseits, jeder Angriff von Himeko, auch mit den Folgeangriffen, zählt er natürlich ja auch noch als Quantenangriff. Perhaps humanity never conceals its desire to control the heavens. And I'm no exception. You know who I am. This big diamond! It's all yours! Time to twirl! Ja, eine Runde bleibt uns jetzt immer noch. Time for an overhaul. Bending the rules. Always. You won't get away. Time to twirl. Give an inch and they'll take a mile. Time for a lesson. Tja, das war doch jetzt erstmal ein guter Abschluss. Wir haben zwar jetzt nicht die 500 beisammen, aber wenigstens ein bisschen was. Tja, hätte jetzt nicht an der Stelle erwartet, dass wir jetzt nicht alles haben. Na, wenigstens hatten wir eine Kleinigkeit, ja. Sonst noch irgendwas jetzt hier? Ja, leider nicht. Und wir müssen jetzt, er sagt, noch auf die 19 Tage hinarbeiten. Kleine Erfolge haben wir jetzt leider auch nicht hier. Naja, ansonsten... Die Möglichkeit mit dem divergenten Universum bestünde immer noch hier, was zu kriegen. 120 Stellariade auf Level 25. Auf 35 nochmal 120. Nochmal weitere 120 auf Level 40. Das könnte noch was werden. Und bei Origami-Vogel-Matching hätten wir natürlich auch noch ein paar neue Inhalte. Haven of memories. Every touch. Aber was genau wäre das jetzt hier? Goldene Herausforderung? Verdammt nochmal. Wir hätten zwar hier noch ein paar Belohnungen, aber jetzt leider keine Jade mehr. Gewinne eine Herausforderung im freien Modus. Was ist jetzt, sag hier, der freie Modus?
Ach, das ist hier der freie Modus. Also gibt es ja, sagt doch noch ein bisschen Stellariade. Okay, wisst ihr was? Das machen wir mal schnell. Machen wir mal schnell eine gute Runde Origami-Vogel-Matching. Mal sehen, ob ich das noch kann. Ja, ein bisschen was kann ich anscheinend ja doch noch. Tja, wird also jetzt doch nochmal etwas einfach sein, die nächste Jade zu kriegen. Bei Origami-Vogel-Matching macht mir beim besten Willen jetzt niemand was vor. Okay, das war jetzt leider doch ein bisschen blöd gelaufen. Ich hatte mal wieder nicht genügend Kiwis beisammen. Dabei brauche ich doch jetzt wirklich bloß die 60 Stellariade. Das ist doch beim besten Willen jetzt nicht zu viel verlangt. Anscheinend aber jetzt schon. Okay, der Sieg war mir zum Glück nicht mehr zu nehmen. Also gut. Der Sieg war jetzt gut auf unserer Seite und so haben wir jetzt noch einen Versuch in diesem Part. Pfand aufs Leben, Pacht aufs Schicksal. Schade, das wäre jetzt sagt, kein schlechter Abschluss gewesen, aber bedauerlicherweise mit dem Jade.
Sie wollen wohl jetzt einfach nicht. Nun denn, so oder so. Hey, excuse me. I was here first. Beginnen wir jetzt in nächster Zeit sowieso auch erstmal wieder die Jagd nach Stellara Jade. Und damit sage ich jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.